Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Ultimate Team hier mit unserem FC Zockerverein. Und ja, das letzte Spiel, 3-3 ist es ausgegangen. Wie bescheuert das mal wieder war, ne? Also, ich habe ja gesagt, wir müssen uns da auf jeden Fall nochmal irgendwie gucken, sind die denn alle noch ein bisschen fit? Also, Wollenscheid ist nicht ganz so fit, vielleicht haben wir da sogar noch eine Fitnesskarte. Ich habe nur eine 60er Fitnesskarte. Oh. Naja, muss ich mir fürs nächste Mal auf jeden Fall da was anderes holen. Das geht ja gar nicht. Da muss ich mir ein paar Bronze-Dinger holen. Für die Fitness, definitiv. So, entweder müssen wir uns hier wirklich mal eine andere Formation aussuchen. Weil das ging ja mit der Verteidigung überhaupt nicht. Ja? Wir waren ja sowas von am Arsch, sage ich jetzt mal. Das war schon mehr als schlecht recht. Ja? So, woran ich jetzt nochmal erinnern möchte, ist, wenn ihr wissen wollt, wie weit ich mit meinen Spielen bin, wie weit ich mit meinen Aufnahmen bin, dann könnt ihr das gerne auf YouTube-Kanal über unter uns sehen. Oder in jeder meiner Videos ist in der Beschreibung die Doc-Tabelle drinne, also die Google Docs-Tabelle ist da drinne, und da könnt ihr dann auch auf jeden Fall immer schön sehen, inwiefern oder wie weit ich mit meinen Videos bin. So, das nochmal auf jeden Fall gesagt. Das werde ich bestimmt jetzt noch einige Male in allen Videos erklären, damit es auch alle, wirklich alle schön mitbekommen und keiner sagen kann, das wusste ich jetzt nicht. So. Und vielleicht bin ich auch mal wieder am Überlegen, mit meiner Bronzemannschaft zu spielen. Aber ich muss wirklich sagen, mit der habe ich so einiges auch gerissen. Oh, der war gar nicht so schlecht gewesen. Habe ich schon erwähnt, dass dann immer nie einer richtig dasteht. Was war das jetzt, bitteschön? Ja, da kommst du noch an. Ach, den haben wir ihm genau in die Arme gemacht. Oh. Ach, das gibt's doch nicht, so. Ich muss mal auch irgendwie rausfinden, ob dieses Geruckelscheiß jetzt wirklich an mir liegt, also an meinem PC, oder ob das jetzt einfach FIFA Ultimate Team ist. Weil, also im Action zeigt mir an, dass ich hier komplett 30 Frames habe. Und ich weiß nicht, wieso das jetzt hier so fucking ruckeln tut. Boah, da haben wir aber eben gerade Schwein gehabt. Alter, das gibt's doch nicht, Junge. Na, jetzt geht doch mal einer da ran an den Scheißball, Alter. Das gibt's doch nicht. Ja, natürlich. Er springt rüber über alle. Meine Fresse nochmal, Alter. So. Yeah, yeah, yeah. Hallo, ey, das gibt's doch nicht. Verficktes Kackspiel, Alter. Es ist doch Wahnsinn, Junge.
Mann, ey. Intelligente Spielsteuerung. Dass ich nicht lache, Junge. Guck dir das an, Junge. Ich... Was denn jetzt? Oh, den hättest du doch weiterlaufen lassen können, Alter. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Alter, das kann nicht wahr sein, Mann. Oh Mann, ey, Junge. Mir fehlen mir eben gerade so ein bisschen so die Worte, was ich dazu sagen soll. Außer Tor. Ja, aber so wirklich freuen kann ich mich dafür nicht. Das war einfach nur wieder so ein dummer Lacker-Tor-Scheiß. Deswegen, genauso wieder so ein Scheiß. Mann, ey, das gibt's doch nicht, Junge. Oh Mann, du! Alter, Junge. Das, Nein! Man läuft ja natürlich nach runter und so, man... Ey. Alter! Jetzt aber ja! Das war ein gutes Tor! Das war ein gutes Tor! Mensches Kinder nochmal! Es ist ja nervenaufreibend hier schon wieder da. Ja, schieße ich da also einen an, dann habe ich zum Glück nochmal das Ding und dann runter mit dem Ding. Mann, 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 Mann. Jan Regensburg. Das muss man sich merken. Auch wenn es geleckt hat wie nichts Gutes. Aber dies war Toni Grandiosi Schussikowski. Ja. Da kann ich. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ey, das ist doch. Lacke Kacke ist das doch. Jetzt echt? Dies ist doch. Kann der nicht verlieren oder was? Ey. Ich bleib da auch drin, wenn ich verliere. Ich kann auch nichts dafür. Meine Fresse nochmal. So. Klassenerhalt haben wir schon mal geschafft. Das ist schon mal top. So. Ich glaube, das haben wir schon mal, ne? So, und wenn wir jetzt sogar noch den Aufstieg schaffen, was wir definitiv noch erreichen können,
Also wir haben den Aufstieg schon mal, warte mal kurz. Saisonbelohnung 10 Punkte. Ah, okay. Also den Aufstieg haben wir schon mal geschafft, dafür kriegen wir schon mal 2000. Wenn wir jetzt noch 2 Punkte bekommen, also reicht ja, wir haben noch verbleibende Spiele 4 Stück. Und wenn wir jetzt noch mindestens einmal gewinnen, dann haben wir schon auf jeden Fall schon mal die Meisterschaft. Und das gibt nochmal 3000 Münzen. Ich weiß nicht, was sich EA dabei denkt, so wenig für sowas rauszugeben, wenn man mal überlegt, dass diese 3000 Münzen sind nichts, sind richtig nichts, weil wenn du denn mal den mal gucken tust, wie viel du für eine Vertragskarte bezahlen tust, ja, dann sind 3000 Münzen nichts. Es ist nichts. Wir gucken mal einfach nach Verträgen. Ich guck mal hier. Die Startpreise für eine goldene Pluskarte gehen ab 300 los. Du findest bestimmt auch noch welche mit 250, 300, aber wir sagen mal 300 Sofortkauf. Ich habe, und das ist ja noch, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So, ich habe ja noch, das sind 11 Mann. Ne? 11 mal 3, das sind ja schon 3300. Oder sagen wir mal einfach, für 300 kriegen wir, das sind 3000 Münzen. Wenn ich sie für 300 kaufen tue. So. Dann muss ich hier aber noch sehen. Oh Mann, ey, Junge. Oh, noch ein bisschen weiter los. Gott im Himmel. Dann müssen wir aber noch berechnen. Kostet ja so ne. Also, das ist ja nur so ein Startpreis. Geht so ne auch mal für 600 weg. Okay, das ist jetzt eine große oder so, ne? So. Und wie viele Spiele hat man? Man hat ja nicht nur ein Spiel oder so. Man hat ja mehrere Spiele. Okay, du kannst natürlich auch mehrere draus machen oder so. Aber trotzdem sind finde ich, 3000 Münzen sind. Das ist ein Witz. Ist ein Witz. So viel, wie du spielen musst, da hast du vielleicht einen ganz mickrigen Prozentsatz, den du da vielleicht als Erfolg rausholst. Selbst die 500 oder 600 Münzen, die du da pro Spiel rauskriegst, ist ja nichts. Weil man muss ja auch berechnen. Es gibt ja, man muss auch noch Fitnesskarten kaufen. Es gibt ja auch mal eine rote Karte. Dann hast du auch wieder das Problem. Und ich brauche echt mal eure Hilfe. Wen kann ich mir noch als Linksverteidiger holen und wen als Rechtsverteidiger? 73 und hier auch, wo war das hier nochmal gewesen? 78. Das ist vom Tempo einfach viel zu langsam. Ihr habt es gesehen, die rennen mich um. Hier, Wolscheid, 59er Tempo. Das geht nicht. Mats Hummels ist 65 Tempo eigentlich auch schlecht, aber der macht's halt mit seinem defensiven und Kopfball, macht der halt richtig gut was weg und sowas. Ne? Und ich weiß nicht, also verteidigungsmäßig müssen wir uns hier irgendwas noch rausholen. Und Reinhardt haben wir genau das gleiche Problem. Der soll ja eigentlich auch noch unser Mittelfeld, unser defensives Mittelfeld irgendwo noch verteidigen. Und da müssen wir auch irgendwie noch was hinkriegen. Was ihr mir auch gerne mal sagen könnt, welche Chemical Style wäre zum Beispiel passend so für Verteidiger, für Linksverteidiger, für Innenverteidiger, für so ein Torwart oder für einen Stürmer. Da habe ich noch nicht ganz so durchgesehen. Ich denke mal, da seid ihr bestimmt noch viel besser drauf, weil das wisst ihr vielleicht auch mehr als ich. Und da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und mir ein paar Tipps geben. Und mir mal vielleicht auch ein paar Tipps geben für meine Stimme, weil ich möchte doch ganz gerne die gelben Linien da noch wegkriegen. So, das war's dann auch mal mit diesem kurzen Break-Spiel. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, wenn ihr das Video guckt. Bis dann, liebe Zockerfreunde. Und vergesst nicht auch auf meine Facebook-Seite ein Like zu geben. Da wisst ihr nämlich auch immer aktuell Bescheid. Bis dann. Ciao, ciao.